Ja, Leute, herzlich willkommen im K-Technik und Primär-Channel. Ja, wie ihr vielleicht wisst, meint es wieder viel mit BMW dran. Ich habe mir einen E46er geholt. So, und ich habe mir komplett durchgeguckt. Es sind viele Sachen aufgefallen, was mich stört, was nicht, was kaputt ist, was ersetzt werden kann oder was optisch noch geändert werden kann. Ja, zum TÜV muss er zwar noch nicht, das ist erst genau in einem Jahr fällig, aber das spielt keine Rolle. Ich will trotzdem, dass das sauber und ordentlich vernünftig ist. Was mir aufgefallen ist, Nebelscheinwerfer. Und zwar auf der rechten Seite ist er schön fest, aber wo ich dann hier beim Waschen, ist mir aufgefallen, der ist lose. Ne, den kann man so hier und reindrücken. Und dann, so, dann habe ich gesagt, dann machen wir jetzt fertig. Und bei dem ist das nicht ganz so einfach, den Nebelscheinwerfer ranzukommen. Zum Beispiel bei E39 und so kommt man ja schön von vorne und alles ran, aber bei dem kommt man nur von hinten dran. So, dann möchte ich euch zeigen, wie ihr das, wenn ihr zum Beispiel zu Hause denselben Fall habt oder ein Bienchen ist kaputt oder wie auch immer, dass man da eben dran kommt. Was am einfachsten, man könnte auch Rad einschlagen, aber mir ist ja persönlich immer alles zu eng und zu fummelig. Ich habe lieber ein bisschen mehr Platz, auch wenn da 5 Minuten länger dauert. Was ihr am besten macht, jetzt zum Beispiel hier für linke Seite, ist einmal links Rad ab. So, Rad einmal komplett runternehmen. Und dann habt ihr hier vorne, ich hole euch direkt wie immer ran. So, und dann habt ihr hier innen drin eine Seitenverkleidung. Die nach vorne hin. Die ist sehr, sehr schnell abzuschrauben. Was ihr braucht, ist einmal nur ein 8er, nur so mit 5 Schrauben, mit 8er Schlüsselweite. Eine ganz normale 8er Nuss. Und dann habt ihr hier oben rechts 1, 2, hier oben. Vorne eine Stoßstange, hier unten direkt nochmal 2. Und ein Clip. Und dann fällt euch hier schon so entgegen. Passt nur auf, hier habt ihr auch noch euren Außentemperaturfühler. Braucht ihr nicht abstecken, kann man einfach so hinlegen. Passiert gar nichts, ist noch genug Luft fürs Kabel noch da. Ja, und jetzt sehen wir ganz normal von hier hinten. Der ist lose. So, und dann wollen wir jetzt ändern. 9 will ich jetzt noch nicht kaufen. Wir wollen versuchen, den erstmal zu reparieren. Man muss ja nicht immer direkt alles neu kaufen, nur weil er irgendwann abgebrochen ist oder sonstiges. Klar, wenn die Funktion beeinträchtigt ist, verstehe ich das, muss neu. Aber wir gucken mal, ob wir den erstmal so wieder fit kriegen, ohne dass man das von außen sieht. Und zwar nicht geprutscht, sondern professionell. So, und dann gehen wir jetzt bei. Als erstes nehmen wir ein Lämpchen raus. Man kann entweder den Stecker abmachen oder man kann auch die Lampe raus und dann einfach nach rechts drehen und ein Bündchen rausholen. So, wir lassen es jetzt hier drin. Ich mache lieber den Stecker ab, weil so habe ich dann nämlich keinen Dreck in der Lampe drin. Wenn man direkt von hier oben runterfällt, dann fällt der Dreck in die Lampe rein und ist immer scheiße. Ja, jetzt schrauben wir eben den Nebelscheinwerfer ab. Ist eigentlich nur mit 3 Kreuzschrauben fest. Bei mir ist nur noch eine, weil irgendwie alles weggebrochen ist. Ich weiß nicht, wo der Vorbesitzer mal irgendwo vorgeknallt ist oder was, keine Ahnung. Egal, dann machen wir ihn fertig. Ich hole den mal eben da raus. Wie gesagt, 3 Kreuzschrauben im Normalfall, bei mir eine. Ja, und dann sage ich mal eben bis gleich. So, jetzt sind wir hier in der Garage angekommen. Und zwar, der Nebelscheinwerfer muss definitiv neu. Aber bis der neue hier ist, mache ich den jetzt so lange hier fertig, dass ich da kein Loch in der Stoßstange drin habe. Und wir können mal ein bisschen mal ausprobieren und ein bisschen experimentieren. Und zwar, ich habe hier in der Garage noch was Schönes gefunden. Und zwar so eine Art von PTA Power Stahl nennt sich das. Das ist so eine Knetmasse, so eine 2-Komponenten-Knetmasse. Da schneidet man sich dann eine gewisse Menge ab, die man braucht. Das wird hier quasi dann durchgeschnitten. Einmal durch, so halt die Menge. Und dann kann man dies, dann muss man so lange durchkneten, dann merkt man so eine leichte Temperatur, dass es warm wird. Und dann kann man dies auf so eine Stelle packen, wo man es braucht. Zum Verkleben, zum Verbinden, Löcher stopfen und so weiter. In der Gebrauchsanweisung steht drin, Stück abschneiden, lange kneten, bis es komplett grau ist. Und dann auftragen und innerhalb von 3 Minuten soll es verarbeitet sein. Ich habe das jetzt schon mal hier ausprobiert. Und zwar, ich habe hier, wir haben ja gerade gesehen, 2 Halter waren ja abgebrochen bei mir. Jetzt habe ich dies hier neu verknetet. Quasi, ich habe es ringsrum schon sauber gemacht. Hab dann die Knete in eine Bruchstelle rein, den Halter wieder drauf und ringsrum nochmal. Leute, ich weiß, das ist erstmal geprutscht. Weil es geprutscht ist, es ist ja sauber und ordentlich, es ist ja auch dicht. Der Nebelscheinwerfer kommt neu, aber ich will es einfach nochmal ausprobieren. Ne? Also nicht meckern, das ist, ne? Ihr wisst, wie ich meine. So, und ja, 30 Minuten müssen wir warten. Dann machen wir eben zusammen noch die andere Seite, und zwar hier, dass das hier noch schön sauber und ordentlich ist. Und dann gucken wir, dass wir das eben schnell da fertig kriegen. Ein bisschen Papier und so weiter hier. Dann wollen wir mal ein bisschen Bremsenreiniger auf dem Lappen packen und das hier einmal ein bisschen sauber machen. So. Dass die Klebedichtmasse, die Knete da gut packen kann. Schön sauber. Quasi Öle, Fette und Flecken daraus. So.
Und dann wollen wir uns nochmal so ein Stück hier abschneiden. Ich finde das ja echt interessant, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist ja irgendwie, sieht das aus wie Kinderspielzeug, aber soll angeblich alles halten. So, dann schneiden wir uns halt erstmal ein Stück ab. So, zack, Rest wieder hier in eine Tube rein. Deckel wieder drauf. So, und dann haben wir jetzt hier halt so ein Stück davon, ne? Hier so ein. So, das ist so eine Zwei-Komponenten-Sache. So, die werden wir jetzt schön komplett verkneten. So, also schön. So, alles schön einmal durcheinander hier muscheln. Jetzt sieht das schon mittlerweile so aus. Und noch ein paar Mal in die Hand reiben. Quasi ein bisschen zusammendrücken das Ganze. Ja, jetzt verfärbt sich das schon lange und merkt langsam, wird langsam warm. Kommt ein bisschen Temperatur jetzt rein. Jetzt fängt schon mal Handschuhe an zu reißen. Aber ist jetzt egal. So. So, und jetzt ist es schon ein bisschen grau geworden. Mal ein bisschen, es ist komplett grau. So, jetzt wollen wir die Stelle hier nehmen. Dann haben wir erstmal die Schraube erstmal hier raus. Gegenstück natürlich auch einmal sauber machen. So, dann haben wir jetzt hier den abgebrochenen Halter. Den haben wir jetzt ja genau hier. Quasi da. Ja, da ist der. Und dann wollen wir den jetzt wieder dran machen. So, jetzt werden wir mal ein bisschen hier abmachen. Und wollen das jetzt erstmal hier quasi hier anheften. Dass der auch Platz hat. So, muss ja selber gucken, wenn da nämlich Knete drauf ist, sieht man fast mehr so gut wie gar nichts. So, das muss jetzt hier. So, dann kommt jetzt von hinten ein bisschen Versteifung mit rein. Das packen wir jetzt hier vorne mit rein. Moment Leute, ich muss das eben anders in der Hand nehmen. Ich bin gleich wieder hier für euch mit dem Bild. Da müssen wir jetzt erstmal einmal hier vernünftig. So, jetzt haben wir den Halter wieder dran. Ist quasi ringsrum jetzt schön verteilt. So, und ich denke mal. So, jetzt sagt der Hersteller 30 Minuten warten. Ich gehe mal einen Kaffee trinken. Ich mache euch jetzt so lange auf Pause. Ich lege das hier so lange hier hin. Und in 30 Minuten schmeiße ich euch wieder an. Und dann schauen wir, ob der ganze Quatsch hält oder nicht. Oder ob wir eben den Nebel schon mal so lange draußen lassen, bis der neue da ist. Wir werden gleich sehen. Bis gleich, Freunde. Ja, so, 30 Minuten sind um. Und so sieht es jetzt aus. Und ich muss ehrlich sagen, ne, dafür, dass wir das jetzt eigentlich nur für zur Überbrückung gemacht haben, bis die neuen Nebelscheinwerfer da sind. Es ist bombenfest. Also das ist knochenhart. Das ist, ne? Das ist, das reißt hier, das ist Wahnsinn. Ich bin begeistert von dem Zeug. Was soll ich großartig anders so sagen? Warum soll man jetzt was schlecht reden, was nicht schlecht ist? Also, gut, wir machen zwar trotzdem neu, weil ich bin einer, der, ich möchte gerne perfekt haben. So lassen wir es natürlich nicht im Auto. Obwohl das eigentlich jetzt kein Grund wäre, da neue reinzumachen, aber ich mache dennoch neue rein. Und ja, dann wollen wir die mal eben schnell wieder einbauen. Und dann gehen wir mal wieder in den Radkasten. Ja, jetzt sind wir hier wieder im Radkasten. Und wollen wir den Nebelscheinwerfer einfach mal hier ansetzen. Oben ansetzen. Und dann das einstellen, dass er wieder schön gerade drin sitzt, quasi die Spaltmaße alle wieder schön passen. Und ja, Stecker gleich wieder drauf. Kommen wir jetzt schon. Und bevor ihr alles zusammenbaut, macht eben die Zündung an, Nebelscheinwerfer angucken, ob die leuchten. Nicht, ihr habt euch jetzt doch noch ein Bähnchen kaputt gegangen, so sonstiges ist alles wieder auseinander. Ne? Und ja, ihr wisst jetzt, wie ihr bei euren Nebelscheinwerfern ein Bähnchen wechseln könnt. Und ja, ach, eine Sache noch. Sobald die Nebelscheinwerfer raus sind, wieder rein sind, müssen die noch eingestellt werden. Und zwar habt ihr hier vorne bei denen
Wenn ihr bei euch an den Niederschrank vorne reinguckt, ich zeige euch das auch noch mal eben. So, und zwar habt ihr hier oben, wenn wir jetzt hier den Nebelscheinwerfer haben, wenn ihr da oben reinleuchtet, da oben drin, da ist die Einstellung, da ist nämlich auch eine Aussparung in der Stoßstange und da geht ihr dann mit einem kleinen Imbus. Ich glaube, das ist 4 oder 5er Imbus, da muss ich gleich selber gucken, aber ich schreibe euch gleich nochmal am Ende des Videos noch rein, weil ich habe das selber noch nicht gemacht, Nebelscheinwerfer einstellen bei dem jetzt hier, aber ich schreibe euch gleich unten rein, dass ihr das nicht raussuchen müsst oder experimentieren. Und und dann geht ihr da von vorne aus rein, direkt, und dann könnt ihr dann halt die Nebelscheinwerfer wieder einstellen vom Lichteinstellgerät. Ja, ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, ich baue den ganzen Krempel jetzt wieder zusammen, ihr wisst Bescheid und ja, wie immer, vielen lieben Dank, euer Million Dumb One. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.